Der feinste Felddienst. Felddienst Pilsner, Premium Genuss in geschmacksreicher Vielfalt. Schon vor dem Genuss des frischen Felddienst Pilseners fällt dem qualitätsbewussten Verbraucher das hell glänzende Gold des Premium-Produktes ins Auge. Der Duft verspricht ein erfrischendes und geschmackvolles Erlebnis und erinnert an frisches Heu, während eine leichte Kräuternote wahrnehmbar ist. Auch ein leichtes Zitrusaroma und eine etwas nussige Note machen Lust auf den Geschmackstest. Im Antrunk vernimmt man zunächst den spritzigen Charakter sowie den weichen und eleganten Körper des hellen Bieres. Die bittere wird als sehr angenehm wahrgenommen und harmonisiert perfekt mit der spritzigen Erfrischung. Das Bier ist im Nachklang harmonisch und wird durch eine leichte Herbe charakterisiert. Mal diese spritzige, was ist denn das, Bierporno? Geschichte: 1824 begann eine kleine Landbrauerei in Grevenstein, Bier nach dem deutschen Reinheitsgebot zu brauen. Über 190 Jahre später präsentiert sich hier eine der modernsten Privatbrauereien Europas, die Brauerei C&A Felddienst. Oder C&A, C&A. C&A, siehst du? C&A, da gibt es doch Klamotten von. Ja. Mal gucken, ob der Hirsch drin gepinkelt hat, wa? Also auf jeden Fall ist es spritzig und das ist alles gut eigentlich. Also vom Aussehen her, das ist das Einzige, was ich ganz cool finde, ist das hier. Ja, ja, ist gut. Ein Punkt oder was? Ja, naja, halt andere finde ich nicht so prall. Erstmal eingießen. Also das Grün gefällt mir ja nicht. Ich habe irgendwie so eine, weiß ich nicht. Ich bin nicht mehr so grünaffin. Also. Nee. Ich weiß ja nicht warum. Irgendwie, Farben, jedes Mal, wenn ich irgendwie grün höre, dann. Außer bei Joybräu. Da trinke ich das grüne Minzbier gerne mal. Ja, mit Zitrone, wa? So, also. Limone. Oder ohne. Kipp ein. So, wofür ruppt es schon? So, jetzt rinkippen hier. Ah, Prost. Schöner Klang. So, muss ich mal mit mir selber immer anstoßen hier, damit das funktioniert. Mal noch was ein. Dieses wunderschöne Glas hat Rico übrigens von der Inselbrauerei Rügen. Ja. Könnt ihr euch die Playlist auch mal reinziehen. Sieht gut aus, ja. Sieht richtig gut aus. Könnte ein bisschen mehr sprudeln, aber ansonsten 3 Punkte oder was? Ja, auf jeden Fall. Gaumenhieber oder Gaumenhieber? Wir werden sehen. So, dann wird das erstmal getrunken. Aha, siehst du? Ja, ja, ja. Weil du einfach eh drauf hast. Na, ey. Na, weil das ich, voll ist. Ich hab es drauf, ja. Aber lass es halt voll. Zahnbelach hast du drauf. Ja. Ja. Also. Ja. Das Herbe, ja. Halt mal fest. Ökotest, ja gut. Heu. Frisches Heu. Also ich knabber eher selten an Heu. Ja. Schmeckt da kein Heu. Nee, also du, ich guck nicht. Du bist ja auch kein Sommelier. Na, ich bin ja keine Kuh. Ich also. Bin ja ein Weker. Nee, ich bin der Premium-Eingießer. So 8 oder 9 Punkte oder was? Ja, also ich finde das auf gleicher Stufe wie Hasseröder und das Berliner Pilsner. Ach, dann so was war denn das von den Felddienst? Ja, 8 oder 9 Punkte, ja, genau. So, also, na, warte mal. Ich sehe das eher so, dass es ein bisschen, das hat ja halt mehr Geschmack und so ein bisschen Kräfte. Ja, ich würde das auf 9 Punkte setzen. Spezialpunkte? Ökotest, sehr gut. Ich hab den Spezialpunkt. Na, wegen des frischen Heu oder was jetzt? Da steht Ökotest, sehr gut drauf. Das sind quasi die, das professionell machen, was wir hier machen. Ja, und was hat der Ökotest dann mit Bier zu tun? Na, die wurden bestochen, damit da Ökotest selber steht. Das war ganz normal, oder nicht? Also. Das
So Spezialpunkte jetzt oder was? Mein deutsches Bier, bitte hier. Genau, deutsche Geschichte. Zack. Aha. Was ist denn? Pass auf. Ja, Bronze. Hatten wir doch gerade geguckt. Bronze? Naja. So, Bronze. Mittelklasse. Nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Aber knappe Bronze. Also sehr, sehr gutes Bronze. Ein Punkt mehr und das wäre? Silber gewesen, ja. Ja, ja, ja. Wo zwei Rico so ein Grießkram ist. Ach, Grießkram. Absolute Zusammenfassung. Genau, no, wir müssen auch über Joyboy quatschen. Genau. Dafür müssen wir das nämlich erstmal einsortieren hier. Einordnen. Einordnen. Ich muss hier erstmal einordnen hier in Joyboy. Ah, also. Na, Ron ist aber da. Ach nee. Da oder so. Hier. In die Richtung, hast recht. Naja. Mann, Mann, Mann. Gut, also abonnieren. Liken, teilen, kommentieren.